Der Friede Jesu Christi sei mit uns allen. Herzlich willkommen in der Martin-Luther-Kirche in Kirchhain. Wir feiern Karfreitag, den Tag der Kreuzigung Jesu. Erlöst sind wir durch seinen Tod. Wir begleiten ihn auf dem Weg in seinen Tod. Als sie Jesus verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und da es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Das ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihm glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen.
Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Liebe Gemeinde, 7 neue Passionslieder schenkt uns das Beiheft zum evangelischen Gesangbuch der Kirchen in Hessen. Im vergangenen Jahr 2019 haben wir 6 von den 7 Liedtexten in wöchentlichen Passionsandachten hier in der Martin-Luther-Kirche betrachtet und gesungen. Eines dieser Lieder beginnt so: In einer fernen Zeit gehst du nach Golgatha, erduldest Einsamkeit, sagst selbst zum Sterben ja. Du weißt, was Leiden ist, du weißt, was Schmerzen sind, der du mein Bruder bist, ein Mensch und Gottes Kind. Ottmar Schulz heißt der Komponist dieser Zeilen. Ich durfte ihn einmal kennenlernen. Ein Mann mit einem wachen Verstand. Ottmar Schulz spricht in seinem Lied Jesus direkt an. Der Angesprochene, Jesus bringe sein Leben dar, er sterbe, verlassen den Kreuzestod und er lebe im Leiden vor, was wirklich trägt und hält. Mit der Bitte um eine innere Erfahrung schließt das Lied. Erstehe neu in mir, erstehe jeden Tag. Eine Ostererfahrung. Erhalte mich bei dir, was immer kommen mag. Jeder Tag, wie der so dunkel verhangende erscheinende Karfreitag 2020, ist ein Tag nach Ostern. Sehe da, Jesus, ein Mensch, das sagte schon Pilatus. Er ist Vorbild und Bruder im Leiden, stirbt draußen vor dem Tor. Stirbst mitten in der Welt, im Leiden lebst du vor, was wirklich hält und trägt. Isoliert, da draußen, zugleich mitten in der Welt zu sterben. Wie das heute aussehen kann, zeigen uns die Bilder aus Bergamo und New York, aus Indien und Sao Paulo. Karfreitag ist der Anstoß, das Wort vom Kreuz neu zu hören. Tief verborgen ist mancher Trost und will Hoffnung wagen. Dem Kreuz mit Blick zum Himmel auf in diesen Tagen, Träume der Erinnerung Gottes Worte, die uns tragen. Karfreitag, ein Ausgangspunkt. Aber wodurch, liebe Gemeinde, werden wir erinnert? Doch durch Gottes Wort, das uns entgegenkommt, das wir uns selbst nicht sagen können. Die Passionslieder aus dem evangelischen Gesangbuch Plus versuchen auf ihre Weise in unserer Zeit vom Sterben Jesu zu sprechen. Es sind Vermittlungsversuche in aller Schwachheit, einen Zugang zu finden zu seinem, einem heilsamen Sterben. Denn viele der alten Lieder aus dem klassischen evangelischen Gesangbuch machen den Nachvollzug uns so schwer. Und dennoch möchte ich sie nicht missen. O Haupt voll Blut und Wunden von Paul Gerhardt ist mein persönliches Juwel unter den alten Liedern. In diesem Jahr, wo der Karfreitag so besonders ist, erreicht der Karfreitag Menschen wie Sie, die in keinen Gottesdienst und in keine Passionsmusik gehen können. Ich wünsche mir, was in 2019 noch möglich war, wieder für 2021 möglich werden kann. Bis dahin wohlbehaltene, sich drängelnde Kirchenbesucher auf harten Bänken, sie hören sich Musik an, die hunderte von Jahren alt ist, die sie in ihrem Alltag nie hören würden. Die Texte sind häufig sehr sperrig, aber in Verbindung mit der Musik, etwa der von Johann Sebastian Bach, entfaltet sie Wirkungen auf den Modernen, auf den Gläubigen und auch auf den zweifelnden Menschen. Ich habe vor etlichen Jahren in der Karwoche im Hamburger Michel Bachs Matthäus Passion gehört. Wenige Wochen nach dem Tod meines Vaters. Ein unvergessliches Erlebnis. Diese Karfreitagsmusik berührt, ruft Tränen hervor. Aber auch Zuversicht, neu an unser Tagwerk zu gehen.
Liebe Gemeinde, die Botschaft von seinem heilsamen, einsamen Sterben hatte es im Grunde genommen zu keiner Zeit leicht. Da sollte man sich nichts vormachen. Aber da sind auch die, und ich zähle mich dazu, die gerade durch den Karfreitag eine Stärkung in ihrer Trostlosigkeit erfahren. Gott ist jetzt gerade bei den Untröstlichen. Nur durch seinen Tod und seine Auferstehung hindurch können wir heute singen: Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Erstehe neu in mir, erstehe jeden Tag, erhalte mich bei dir, was immer kommen mag. Amen. Lasst uns beten. Jesus von Nazareth, König der Juden, Gottes Sohn und wahrer Mensch, wir stehen vor deinem Kreuz, betroffen, beklommen, dankbar. Du trägst auch unsere Schuld. Du stirbst und wir sind frei. Viele stehen vor einem Kreuz. Hergeben kann schwerer sein als sterben. Tröste sie. Zeige ihnen einen Weg wie der Mutter Maria und dem Jünger Johannes. Finde auch Wege für uns. Viele tragen wie du ihr Kreuz, schon ehe sie zusammenbrechen. Sende ihnen Helfer wie Simon von Kyrene. Hilf uns helfen, tragen, beten. Viele vollstrecken blindlings und wäre es auch ein Tod wie am Kreuz. Wenn nur Befehl und Gehorsam oder das Schreien der Straße regieren, dann lass dein Kreuz den Ort der Freiheit sein, die Hoffnung der Unterdrückten und das Zeichen des Friedens. Viele schauen zu bei Folter, Leid und Kreuz. Lass die Ohnmächtigen Kraft finden. Ermutige die Ängstlichen und Resignierten. Führe die Gleichgültigen zu entschiedenem Einsatz für Menschenrecht und Menschenwürde. Stärke auch unser Mühen um Gerechtigkeit. Wir stehen vor deinem Kreuz. In der Stille bringen wir dir unser Leid, unsere Schuld und unseren Dank. Wir stehen vor deinem Kreuz, betroffen, beklommen, dankbar. Du trägst auch unsere Schuld. Du stirbst und wir sind frei.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin unter dem Frieden Gottes. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.